Magerquark gilt allgemein als gesund und als gutes Lebensmittel zum Abnehmen. Heute schauen wir uns mal an, welche 6 Dinge passieren, wenn du jeden Tag 250 Gramm Magerquark isst. Was denkst du wird passieren? Fangen wir direkt an. Nummer 1. Du stärkst deine Knochen. Magerquark ist eine gute Kalziumquelle und Kalzium ist wichtig für starke Knochen sowie für die Vorbeugung von Osteoporose. 250 Gramm Magerquark liefern dabei zumindest knapp ein Viertel des Tagesbedarfs. Allgemein sind Milchprodukte eine gute Kalziumquelle und wenn man keine Milchprodukte isst, muss man sich zumindest Gedanken machen, wo man sonst genug Kalzium herbekommt. Nummer 2. Du lieferst deinem Körper weitere lebenswichtige Mineralstoffe. Außer Kalzium sind auch Magnesium, Eisen und Zink enthalten, jedoch in geringeren Mengen. 250 Gramm Magerquark decken bei allen drei Mineralstoffen den Tagesbedarf zu etwa 10%. Dabei ist Magnesium etwa für eine normale Muskelfunktion wichtig, Eisen für die Blutbildung und Zink etwa für den Erhalt eines normalen Testosteronspiegels. Nummer 3. Du gibst deinen Muskeln Baumaterial. Der Grund, warum Magerquark so ein beliebtes Lebensmittel bei Sportlern ist, ist natürlich das enthaltene Eiweiß. Und Magerquark ist tatsächlich eine wunderbare Proteinquelle. Ganze 34 Gramm sind in 250 Gramm Magerquark enthalten. Bei einer 70 Kilogramm schweren Person sind das schon etwa 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zum Vergleich, der Tagesbedarf liegt laut der DGE bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und wenn du optimal Muskeln aufbauen willst, dann solltest du so ungefähr zwischen 1,6 und 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen. Tatsächlich ist Magerquark auch eine sehr reine Proteinquelle. Das Protein im Magerquark liefert nämlich ungefähr 3/4 der gesamten Kalorien von Magerquark. Nummer 4. Du versorgst deinen Körper mit wichtigen B-Vitaminen. Und zwar ist Magerquark eine super Quelle für Vitamin B2 und Vitamin B12. Mit 250 Gramm deckst du 47% deines Tagesbedarfs von B2, was etwa wichtig für einen normalen Stoffwechsel ist. Außerdem deckst du damit auch 56% deines Bedarfs für Vitamin B12, was zum Beispiel für die Blutbildung wichtig ist. Auch Folsäure, Vitamin B1 und Vitamin B6 sind enthalten, allerdings in geringeren Mengen. Hier decken 250 Gramm Magerquark den Bedarf um etwa 8-16%. Nummer 5. Du wirst ohne viele Kalorien satt. Ein 250 Gramm Becher Magerquark liefert gerade mal 182 Kilokalorien, was weniger als 10% des täglichen Energiebedarfs der meisten Erwachsenen entspricht. Und ich finde trotzdem macht so eine Portion Magerquark ziemlich gut und lange satt. Darum wird Magerquark wohl oft auch als gutes Lebensmittel zum Abnehmen angepriesen. Nummer 6. Du tust deiner Darmflora einen Gefallen. Bei der Herstellung von Magerquark werden Milchsäurebakterien eingesetzt, die im Quark verbleiben. Darum handelt es sich beim Quark um ein probiotisches Lebensmittel. Aus diesem Grund könnte Magerquark auch gut für dein Mikrobiom im Darm sein. Das sind die Bakterien, die den Darm besiedeln. Noch wird viel am Mikrobiom geforscht, aber es scheint, als habe das Mikrobiom einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und genau deshalb könnte Magerquark gut für dich sein. Als Fazit kann man sagen, dass Magerquark tatsächlich ein sehr gutes Lebensmittel ist. Magerquark liefert viel Protein, Vitamine und Mineralstoffe und hat dabei auch noch wenig Kalorien. Außerdem sättigt er meiner Meinung nach sehr gut. Wie viel Magerquark isst du so am Tag? Bei mir sind es im Durchschnitt etwa 100 Gramm, das reicht mir aus. Übrigens sind Magerquark und Leinöl eine super Kombination. Hier links erfährst du, was passiert, wenn du jeden Tag Leinöl zu dir nimmst. Und rechts findest du einen Vergleich zwischen Magerquark und Skyr. Abonniere gerne meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.